So sage mir doch einmal, was für ein Glaube hat dir am meisten eingeleuchtet? Sultan, ich bin ein Jude. Und ich ein Muselmann. Was ist aber die Wahrheit der Religion jenseits der Religion sozusagen als Form des Ursprungsrings? Von diesen drei Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Lässt sich für alle Religionen und nicht nur für die monotheistischen die Moral, und zwar, darauf kommt es mir an, dieselbe Moral als Wahrheit begreifen, nicht die gleiche, dieselbe Moral. Nathan, der Weise, das war's, das kann. Nicht kinderlos, speist man mit Märchen ab. Märchen, Märchen, Ustura. Gut, aber ich meine, die meisten von Ihnen waren ja schon in der Aufführung, also das macht ja Spaß, auch den Syrern zuzugucken, wie die als Feuerwehrgruppe eine deutsch-jüdische Aufführung retten. Verbrannt, sie ist wirklich wohl verbrannt. Oh. Mein Vater, wo bleibt ihr? So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn. Ich habe es mit einer Ambivalenz gesehen, dass der Eigenwert des Jüdischen, der Eigenwert des Islams, der Eigenwert des Christentums eigentlich gar nicht darin vorkommen. Und ich war offen gestanden ein bisschen entsetzt mit dem Schlussbild. Bei der Verbrüderung von allen ist Nathan gar nicht mehr dabei, der ist wegsubsumiert. Und aus der Perspektive eines islamischen Theologen habe ich wirklich sehr viele und sehr große Parallelen gesehen zu dem, was der Islam aus meiner Perspektive, aus meinem Verständnis heraus wirklich gebietet. Wenn Sie mal gucken, die ganzen Herkunftsfamilien sind völlig zerstört in dieser Geschichte. Die eigene von Nathan und auch alle anderen. Und jetzt ist das Bestreben von Nathan eigentlich zu zeigen, derjenige, der euch am liebsten ist, der vermittelt euch die Geschichte eures Glaubens. Könnte man auch sagen, erst durch das Jüdische kommen alle zusammen, weil der Nathan ja auch um sein Leben bangen muss vor dem Sultan. Die Ringparabel ist ja nicht ein Vorlesungsstück, sondern um sich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nicht? Er muss die Frage so beantworten, dass sie beantwortet ist, aber er eigentlich auch nicht so eindeutig Stellung nehmen muss. Und an dem Punkt interessant fand ich, dass er dann eigentlich ja auch von seinem, ich weiß nicht, ob ich es richtig sehe, von seinem jüdischen Glauben oder auch abstrahieren muss, um sich selber zu retten. Ja, und ich sage, notwendig in der konsequenten Übersetzung der Religion als Moral gehen die Besonderheiten verloren. Das ist ein Stück aus dem 18. Jahrhundert. Das Problem des 18. Jahrhunderts, dass Toleranz nur denkbar war, wenn damals die Juden ihre Eigenheiten eigentlich aufgeben. Das Bekenntnis zu einer Religion ist für mich eine oder muss eine bewusste Entscheidung sein. Und in dem Sinne, sie ist jüdisch erzogen worden. Der Tempelherr war Christ. In dem Sinne war es für mich ein Zeichen, dass die Religionen sich nahe stehen in dem Sinne, aber nicht, dass alle jetzt am Ende zu Muslimen werden. Noch malet Feuer ihre Fantasie. Diesen Morgen lag sie lange mit verschlossenem Auge und ihre ganze Seele war die Zeit her nur bei ihm. Bei ihm? Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete. Wer? Wer war das? Wer? Ein junger Tempelherr, den man hier in Jerusalem gefangen und Saladin begnadigt hatte. Wie? Ein Tempelherr, dem Saladin das Leben ließ? Man kann sich lieben und sie haben sich geliebt und sie haben zueinander gefunden. Und es war dieses, ich fand das, diese letzte Szene wirklich sehr schön.
als Zeichen der Toleranz mit der Unterschiedlichkeit jedes Einzelnen. Verkörpern drei Weltreligionen dieselbe Moral. Und wenn wir auch dem zustimmen würden, gibt es nicht im Alltag genügend Kleinigkeiten, wo wir uns einander aufreiben. Aber es gibt ja schon einen Boden, auf dem alle drei Religionen sich gemeinsam aufstellen können, und das ist diese Liebe des Vaters. Ich kann es jetzt wirklich nur in diesen großen Worten sagen, der eben allen dreien diesen Ring gibt. Das heißt, die Ergebenheit in Gott aufgrund dieser Liebe ist die Grundlage in allen drei Religionen. Das ist meiner Meinung nach die Antwort, die Lessing gibt. Also eine Allgemeingültigkeit von universaler Urerfahrung jenseits aller Religionen zu behaupten, die zugleich von allen Religionen dann wiederum geteilt wird. Wie soll das gehen? Ein ganz wichtiger Aspekt im Judentum ist, dass die Differenz, du sollst nicht so sein wie die anderen, da fängt schon eine ganz andere religiöse Mentalität mit an. Dann ist die Liebe zum Vater, zu Gott, die ist da auf jeden Fall, aber es ist eine Streitbarkeit, es ist eine ganz andere Art der Beziehung. Und das wird so schnell in diesen Verbrüderungen, wir haben uns doch alle lieb und wir wollen doch alle dasselbe, das hilft uns heute überhaupt nicht, um pluralistisch, ich glaube schon an den Pluralismus, ich glaube an die guten Kräfte in den Religionen, dass wir das schaffen, miteinander zu reden, aber das ist Arbeit, das ist nicht einfach so gegeben. Wir sind so verschieden, also gerade in so einer Stadt wie hier, wo so viele Leute zusammenkommen, so viele Unterschiede, und was da alles verdrückt wird und unter den Teppich gekehrt wird und ausgeklammert wird, das finde ich furchtbar. Man muss streiten und man muss sagen, bei uns ist es so. Gott anzuerkennen, das ist das Wichtigste in allen Religionen, glaube ich, und das ist eine fundamentale Gemeinsamkeit. Im Detail, wie Sie schon gesprochen haben, dass Konflikte entstehen, das ist selbstverständlich. Ich habe aus der islamischen Tradition heraus absolut kein Problem damit, die Unterschiedlichkeiten zu erkennen, als Gott gewollt. Und in diesen Unterschiedlichkeiten nicht ein Konfliktpotenzial zu sehen, sondern eher eine Prüfung, eine Situation, ein Kontext, in dem der Mensch sich bemühen muss, genau in diesen Kontexten, wo es ihm manchmal vielleicht sogar schwerfällt, den anderen genau in diesen Bereichen auch zu respektieren und zu achten. Aber die Streitkultur ist in der rabbinischen Kultur, im Talmud ist es angelegt. Und es ist genauso wie der demokratische Rechtsstaat, die Demokratie. Sie bringt auch keine Wahrheit hervor, sie bringt Mehrheiten hervor und Korrekturmechanismen. Man kann das revidieren, das ist alles. Und das Gefühl an sie verstrickt, in sie verwebt zu sein. Was ihr doch immer so gut als Glück, so Glück als Weise seid. Die eigentliche Religion vollzieht sich in der Schönheit des Menschen. Und da sollten die Religionen untereinander wetteifern. Wer das schönere Menschen bringt. Ist das nun Liebe? So. Liebt der Tempelritter? Liebt. Der Christ, das Judenmädchen.